Denn dieser Kelch ist das Zeichen dafür, dass Gott immer zu euch stehen wird. Esset von diesem Brot und trinket aus diesem Kelch, immer wenn ihr beieinander seid, zu meinem Gedächtnis. Für diesmal geht der Gruß des heiligen Apostels Paulus an die Heiligen der Stadt Zug. Herzlich willkommen hier zum Fronleichnamsgottesdienst 2016.
Da, da, Mika, ja, genau. Ja. Danke dir. Tschüss. Ja, ich weiß, es ist immer einfach, wenn du ein Waffel hast, dann kannst du dir vorstellen, du auch blaue Augen. Ja, das ist ja.
Ein Zeichen der Kraft, ein Zeichen der Hoffnung. Und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach das Brot, gab es seinen Jüngerinnen und Jüngern und sprach: Esset alle davon. Denn dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und dann wieder dort und dann tut der Kopf wieder nach oben.